Offen sein bedeutet für mich persönlich, ein offenes Ohr für andere zu haben und von anderen mit offenen Armen empfangen zu werden. Denn gerade in unserer digitalen Welt, in der wir ständig mit der Nase im Smartphone hängen und eigentlich fast nur noch über WhatsApp-Nachrichten und E-Mails kommunizieren, finde ich es einfach ein total schönes und wichtiges Gefühl, Freunden und Kollegen auch einmal in der realen Welt zu begegnen und sich mit ihnen ja einfach persönlich im Gespräch auszutauschen. Doch die digitale Welt hat natürlich auch ihre schönen Seiten, denn würde es sie nicht geben, könnten wir an diesem Sonntag nicht den ZDF-Fernsehgottesdienst aus Watzena übertragen.